Erstens, Gerion. Gerion war ein Monster. Alles an ihm war rot. Morgens streckte er sein Schnäuzchen aus der Decke, es war rot. So steif die rote Landschaft, wo seine Rinder gegen ihre Fesseln kratzten im roten Wind. Er grub sich tief in das gelierte Morgenrot aus Gerions Traum. Gerions Traum fing rot an, glitt dann aus dem Becken, lief Segel hoch, Bruchsilber schoss in seine Wurzeln auf als Trieb, heimlicher Trieb, Vorbau eines neuen roten Tags. Zweitens. In der Zwischenzeit kam er. Über die salzigen Gipfel, das war er, wusste vom Goldschatz, hatte roten Rauch gesehen über den roten Spitzen. Viertens. Gerions Tod beginnt. Gerion ging sein rotes Gehirn einmal ab, sagte, nein, es war. Das war eine Minute aus Anne Carsons Rot. Mehr hier.